Hallo und willkommen zum neuen Video von mir. Heute mit einem von euch sehr lang und völlig zu Recht gewünschten Special Guest, Licht. Ja. Ich habe mir eine Softbox geholt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Beleuchtung jetzt findet, ob das so passt oder ob es ein bisschen zu viel des Guten ist oder wie auch immer. Bin ja immer ganz gerne für Wünsche, Kritik und Anregungen offen, wenn es denn Gute ist. Und was wir heute machen, ist ein Wunsch gewesen von einem User, Neonlight heißt er, Grüße an dich. Hast mir ganz viele Fragen gestellt über deine PN330, die du dir nach meinen Videos geholt hast. Ich hoffe, ich konnte sie dir alle beantworten. Zumindest kam jetzt lange Zeit nichts und von dem her denke ich mal, dass alles passt. Aber auf eine Sache hast du mich hingewiesen, was dir noch sehr weiterhelfen würde, und das geht auch ganz vielen so. Ein weiterer Teil von meinem Anfänger-Tutorial an dieser Stelle, und zwar Shisha einfetten. Wenn ihr eure Shisha geraucht und geputzt habt und die dann getrocknet ist, solltet ihr, bevor ihr sie zusammenbaut, immer einölen. Und das dient einfach dazu, dass die Gewinde nicht verschleißen und dass es nicht quietscht beim Zusammenschrauben und dass vor allen Dingen Feingewind-Shishas nicht brechen. Die PN330 ist zum Beispiel so eine Feingewind-Shisha und sollte daher definitiv nach der Reinigung eingeölt werden, meiner Meinung nach. Und dazu schwenke ich euch jetzt hier mal auf den Ort des Geschehens. Nämlich genau hier. Wie ihr schon seht, das hier ist die PN330, die ist auseinandergebaut. Wieso verwende ich die in diesem Fall? Ganz einfach, ist ein Anfänger-Tutorial. Ich habe euch dazu geraten, euch so eine zu holen, und von dem her gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier diese Frage gestellt haben, auch so eine haben. Im Prinzip funktioniert das ganze System bei allen Schraubshishas exakt gleich. Ja? Die sind alle genau gleich aufgebaut und haben genau die Gewinde an denselben Stellen und sollten daher einfach eingeölt werden. Wir fangen an bei der Base, beziehungsweise fangen wir zuerst mal an mit dem, was ihr braucht. Ja. Ich habe mir jetzt hier so ein hochwertiges Gewindefett geholt von Wacken, das ist das. Gab es auf Shisha Nil für, ich glaube, 6 Euro die Dose. Das mag jetzt viel klingen, aber ich rauche relativ viel Shisha und ich habe gerade mal so viel verbraucht. Also es ist wirklich sehr ergiebig. Ihr könnt auch jedes andere Fett dazu nehmen, ihr könnt Ballistol nehmen, ihr könnt Vaseline nehmen, was ihr wollt. Nur von Speiseöl würde ich die Finger lassen, einfach weil das eventuell gerade oben im Kopfadapterbereich warm werden kann und das riecht dann so ein bisschen nach Fritteuse und schmeckt auch so rund, ist nicht so angenehm. Also nehmt euch am besten irgendein geschmacks- und geruchsneutrales Öl. Wie schon gesagt, dieses Gewindefett habe ich mir geholt und habe mir dann einfach noch so einen Pinsel geschnappt, ja, kennt man von der Mahlzeit, ja, in der Schule, also Mahlzeit im Sinne von Zeit, in der man malt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall fangen wir an, indem wir einfach dieses Fett auf den Pinsel auftragen. So in etwa. Und dann beginnt er einfach rundum die Gewinde damit anzustreichen. Ja, rundum. Einfach einmal so drüber ziehen, überall. Und somit ist die Base schon mal fertig. Dann macht ihr das Ganze, könnt ihr euch einfach irgendein nächstes Teil greifen, was ein Gewinde hat. In dem Fall mache ich das jetzt hier mit der Base, beziehungsweise Rauchsäule und Base ist bei dieser Shisha ja zusammen. Geht da wieder her und fettet die Gewinde, das Innengewinde hier ein. Einmal einfach rum. So, hier, ne, an der Innenseite entlang. Einmal im Kreis. Gut. Dann könnt ihr noch hergehen und hier die eingefrästen Löcher für Schlauchadapter und Ventil könnt ihr auch noch schnell durchölen. Ja? Einfach schnell reingehen. Zack. Zack. Fertig. Das Ganze macht ihr dann bei der Rauchsäule auch noch oben am Kopfadapter. Also sprich da, wo später der Kopfadapter hinkommt an diesem Gewinde, ebenfalls einfach einmal außen rum. Und macht dann weiter bei der beim Tauchrohr. Ebenfalls einfach einmal so. Ne? Ihr seht das ja dann, ob das genügend Fett ist oder nicht. Ja? Das spürt ihr. Da könnt ihr auch notfalls einfach jetzt immer so einen Finger entlang streichen und dann merkt ihr das. So. Und jetzt kann man auch schon den ersten Hörtest machen damit, ja. Normalerweise würde das jetzt hier bei einer frisch geputzten Shisha quietschen, wenn ich das hier einschraube. In diesem Fall hört ihr rein gar nichts, ja. Also da ist keinerlei Quietschgeräusche oder sonst irgendwas vernehmbar. Das heißt, das Gewinde läuft rund.
Und da verkantet nichts. Denn dieses Quietschen, was er da hört, ist nichts anderes wie Verkanten vom Metall. Und wenn er dann da nicht aufhört zu drehen, kann es echt passieren, dass euch die Gewinde reißen und dann ist die Shisha am Eimer. Und das finde ich so gut. Schlauchadapter, ja, ebenfalls Ventil einfach einfetten. Ventil sage ich schon, Gewinde meine ich natürlich. Unten die Base schrauben. Wichtig ist beim Adapter, das hat mich auch ein User gefragt, dieses Ventil, ja, das lässt ihr, diese Dichtung, das lässt ihr einfach dran. Ja, sollte eigentlich nicht abgehen, falls es abgeht, einfach wieder drüber ziehen, gut ist. Und dann dreht er das ein. So, dann macht er weiter beim Ventil. Das hier ist erstmal hier die Befestigung vom Ventil, der Ventilkopf und die Kugel kommt dann natürlich nachher noch zwischen. Also das heißt, ihr nehmt euch das da, holt euch nochmal ein bisschen Fett und geht dann einfach her und macht hier die Gewinde, die Außengewinde von dieser Halterung auf beiden Seiten. Zack. Und dann könnt ihr das jetzt hier sogar schon eindrehen. Ihr nehmt die Seite, wo der Dichtungsring ist, der weiße Dichtungsring, nehmt die Richtung Base. Und dreht dann das Ganze einfach ein. So, als nächstes kommt die Ventilkugel. Ventilkugel, ne? Hierauf. Und jetzt haben wir schon das Gewinde eingefettet. Ihr könnt theoretisch auch noch hingehen und hier das Innengewinde nochmal einfetten. Das mache ich auch mal eben. Komm, was soll's. Einfach einmal hier das Innengewinde vom Ventilkopf nochmal so ein bisschen, ja. Dann geht er da einfach auf Nummer sicher. Und dann schraubt er hier den Ventildeckel einfach auf. Zack. Okay. Somit ist die Base und das Tauchrohr schon mal fertig. Und können jetzt dann hier raufgeschraubt werden auf die Bowl. Und hier auch wieder, ne? Das Klackern kommt von der Ventilkugel, aber das Gewinde selbst, ne? Man sieht's, ich drehe einmal an. Und das läuft durch. Also da ist alles läuft wie geschmiert, ne? Was Sinn des Wortes. So, hier oben haben wir schon das Gewinde eingefettet. Jetzt haben mich auch einige gefragt, in welcher Reihenfolge? Ja? Unterlegscheibe, Kohleteller und dieser Dichtring kommt ganz oben hin, weil ihr wollt ja, dass es zwischen dem Kopf und dem Adapter später dicht ist. Also jetzt diesen Dichtungsring drüber ziehen, dann verkratzt euch nämlich auch nicht das Kohleteller, wenn ihr gleich den Adapter aufschraubt. Kopfadapter. Gehen wir auch nochmal schnell durch. Zack. Und aufschrauben das Ganze. Und schon habt ihr eine komplett geölte Shisha, die jetzt wieder mit Wasser befüllt und geraucht werden kann. So schnell geht's. Und da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, Neonlight und auch allen anderen, die meine Anfängerei angeschaut haben und anschauen, hat es geholfen. Warum ihr das macht, wie schon gesagt, ihr wollt nicht, dass das Gewinde bricht, ihr wollt nicht, dass da Reibung ist, ihr wollt, dass die Shisha euch lange hält, ne? Ihr habt die gekauft, die war nicht billig, ihr wollt also die Shisha einigermaßen pflegen. Und mir ist Shisha-Pflege sehr wichtig. Ich putz und öle meine Shishas nach jedem Rauchen. Es gibt Leute, die reinigen ihre Shisha nach 2-3 Köpfen. Ich mache das nach jedem, einfach weil ich finde, dass man definitiv den vorherigen Tabak, der geraucht worden ist, auch noch bei der nächsten Shisha schmeckt. Und ich will jedes Mal einfach wieder nur den Tabak, den ich auch gerade im Kopf habe, schmecken. Deswegen putze ich die nach jedem Mal. Außerdem könnt ihr auch so die ganzen Schadstoffe eliminieren und habt so nicht noch mehr Schadstoffe, wie es eigentlich bräuchte. Gut, so viel dazu.
Ich hoffe, somit ist das Thema erledigt. Ihr könnt euch natürlich, wenn ihr jetzt nicht sowas hier kaufen wollt und auch keinen Pinsel an der Hand habt, könnt ihr auch einfach ein Tuch schnappen und so ein Silikonspray nehmen. Dann tragt ihr bitte das Silikonspray auf das Tuch auf und reibt dann mit dem Tuch eben die Dichtung ab. Nicht direkt drauf sprühen mit dem Silikonspray, das hat einfach den Grund, dass dann dieses Silikonspray auch in die Rauchsäule, in die Base und in die Bowl gehen kann, wenn er das dann so hinhaltet. Und ich weiß jetzt zwar im Fall von Balisol zum Beispiel, dass es völlig unschädlich ist, aber trotzdem wollen wir sowas nicht unbedingt mitrauchen. Von dem her nur aufs Gewinde auftragen. Es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Das ist ja im Prinzip eine selbsterklärende Arbeit. Der Shisha-Schmiedi zum Beispiel hat auch ein Video darüber gemacht. Der nimmt Olivenöl, zieht das in eine Spritze mit einer Nadel vorne und geht dann mit dieser Nadel die ganzen Gewinde ab. Kann man auch machen, ja. Wie schon gesagt, ich würde nicht dazu raten, zwar Speiseöl zu nehmen, also ich habe es noch nie genommen, weil ich einfach nicht weiß, inwiefern da nicht bei der Hitze oder wenn irgendwie Wärme entsteht, da Geschmack abgegeben wird, ja. Insofern soll es das gewesen sein mit diesem Tutorial. Und was ich euch auch noch zeigen werde, was sich ebenfalls der Neon Light gewünscht hat, das mache ich dann, wenn ich wieder Shisha rauchen kann. Momentan ist das Wetter leider echt ziemlich doof. Ist, wie man Naturkohle durchglüht. Also sprich, wie bediene ich einen Kohledurchglüher und wie heize ich Kohle durch, dass sie dann wirklich rauchbar ist. Das werde ich euch bei Selbstzündern und bei Naturkohle zeigen. Dann kommen demnächst noch so ein paar verschiedene Lochungen, Kopflochungen, die ich mache, beziehungsweise einfach die verschiedenen Arten, wie man so einen Kopf lochen kann. Und ich denke mal, das sollte uns über die Schlechtwetterfront, die gerade hier ist, hinwegbringen und dann können auch wieder Tabak-Videos folgen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dahin.